Ja, in diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie man einen individuellen Ultraschallprüfreport erstellt aus den Daten, die man beim Export einer Auswertung von einer Scandatei eines Isonic Phased-Array-Gerätes bekommen hat. Man sieht hier auf der rechten Seite verschiedene Dokumente. Diese Dokumente wurden praktisch bei der Auswertung einer Scandatei aus einem Isonic Phased Array Gerät erstellt. Wie das genau vonstatten ging, ist in einem anderen Video erklärt. Das Video ist auch unter YouTube verfügbar und da geht es auch um die Erstellung eines Prüfberichts. Also schauen Sie sich das bitte an, wenn Sie wissen wollen, wie genau diese Grunddateien mit den entsprechenden Daten erstellt werden. Wenn wir jetzt also diese Daten haben, das ist also alles das im Grunde, was wir dokumentieren wollen oder müssen, wie auch immer. Und auf der linken Seite haben wir ein Template. Das kann im Grunde sich jeder so zusammenstellen, wie er das für sich benötigt, mit seinem eigenen Logo und Daten, wie er das halt braucht. Und hier haben wir also mal ein Muster als Anschauung, wie das genau zusammengestellt ist. Also die erste Seite sind so allgemeine Daten, auch über Auftraggeber, Auftragsnummer, Prüfanweisung und so weiter und so fort. Die zweite Seite, da tragen wir jetzt Daten ein. Das geht mit Copy und Paste aus den Dokumenten hier auf der rechten Seite. Erstmal wollen wir den Basisreport, die Geräte per Einstellparameter haben. Das machen wir hier. Immer diese Datei hier aufrufen, sieht man jetzt also hier die Basiseinstelldaten. So, und ich mache einfach hier mal kopieren und kopiere die hier ein. So, und dann haben wir also schon mal die Grundeinstelldaten für die Prüfung. Das nächste wäre jetzt eine Gesamtansicht des Scans praktisch zu kopieren. Das ist auf einer der nächsten Seiten verfügbar. Da fangen wir an hier mit dem Bild der Endansicht. Kommt dann hier auf der linken Seite rein. So, und dann halt das Bild mit der Draufsicht und Seitenansicht daneben. Und das zeigt dann schon, wie der Gesamtscan aussah mit den verschiedenen Reflektoren und den Fehlern, die man im Material gefunden hat. Ja, und jetzt hier an der Stelle ist ja ein Cursor gesetzt, das heißt, da haben wir schon mal eine Auswertung gemacht. Das können wir jetzt auch entsprechend dokumentieren. Genau an der Stelle gibt es also hier dieses Bild von einem Querschnitt. Das kann ich jetzt hier reinkopieren. Ja, das ist also genau an der Cursorposition hier der Querschnitt. Und in diesem Bild, im Querschnittsbild, sieht man halt diesen Winkel, der hier genau auf den Fehler trifft, und an der Stelle ergibt sich ein entsprechendes A-Bild, das ich jetzt hier mal einkopiere. Oh, und dann natürlich auch die Messdaten dazu, das heißt, unter welchem Winkel dieser Fehler optimal getroffen wurde mit der höchsten Amplitude. Und die Tiefe, Schallweg und so weiter und so fort. Jetzt haben wir also auch die Einstellparameter oder diese Messparameter. Und hier gibt es dann noch weitere Einstellparameter, zum Beispiel die Blendeneinstellung und ob diese verändert wurde oder Filter angewendet worden sind. Das muss man hier also natürlich auch dokumentieren. Wenn man Filter benutzt, soll das immer im Report natürlich erscheinen. Ja, und dann ist ja auch noch die Frage, wie sind die Farben hier kodiert? Das heißt, welche Amplitude entspricht welcher Farbe? Und das ist hier auf der letzten Seite, da hat man diese Zuordnung, diese Farbpalette. Die kopiere ich jetzt hier rein. Ja, ein bisschen kleiner, damit sie komplett erfasst wird. Ja, jetzt haben wir alle diese Daten erfasst. Dann wäre noch die Verstärkungskorrektur hier zu übermitteln. Das mache ich gleich, weil hier noch Daten in dieser Datei vorhanden sind. Das sind nämlich die Daten für die Schweißnaht und Schweißnahtvorbereitung.
Gehen wir jetzt hier nochmal zurück. Da sieht man hier die Daten für die Schweißnaht. Das ist einmal die Darstellung der Schweißnaht, damit man die Art der Schweißnaht erkennt, die Geometrie und dann natürlich die Informationen über die verschiedenen Abmessungen, also Prüfkopfpositionen und auch die Schweißnahtabmessungen. So, haben wir das alles. Das mache ich jetzt mal ein bisschen. Aha. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Schweißnahtvorbereitung mit aufzulisten oder hier mit einzufügen. Das mache ich jetzt mal hier rein. Und auch mit den entsprechenden Daten. Ups. So, dann haben wir also auch das dokumentiert. Als nächste wäre eine Fehlerliste, aber das ist dann auch wieder ein anderes Dokument. Aber ich wollte ja auch noch die Einstellung der Verstärkungskorrektur hier mit aufnehmen. Ist auch eine wichtige Information, die eigentlich in jeden Report gehört. Die Verstärkungskorrektur, das ist jetzt mal so eine Beispielkurve. Und damit die auch noch auf die Seite passt, mache ich das ein bisschen kleiner. Oder kommt dann hier rein. Da sieht man eben die automatische Anpassung der Amplitude gemäß des Einschallwinkels. Wichtig zu dokumentieren. Okay, die Details der Schweißnaht hatten wir schon. Die Fehlerliste war das nächste. Das ist also die Datei Fehlerliste. In der Fehlerliste gibt es zum einen mal die Auflistung der Fehler und die automatische Berechnung der Fehlerlängen, Größen, Abmessungen und so weiter. Das kopiere ich einfach mal. So, das kommt jetzt hier rein. Und natürlich kommt dann dazu auch das entsprechende Bild. Das ist also die Draufsicht, Seitenansicht. Das können wir ein wenig größer machen. Das kann man auch automatisch formatieren im Template, wenn man es gerne so haben möchte. Ja, und man sollte auch hier dann nochmal die die Farbpalette mit zeigen, damit man direkt die Zuordnung hat. Farbe und Amplitudenhöhe werden dann gleich ersichtlich. Nun gut, jetzt geht es weiter. Einzelauswertung. Wir haben hier als Beispiel mal ein paar Einzelauswertungen vorgesehen für einen Reflektor. Nehmen wir mal den Reflektor Nummer 4. Den haben wir auch in 3D dargestellt. Der Reflektor Nummer 4 wird jetzt hier eingefügt. Kann ich das Bild ein wenig kleiner machen? Das ist der Reflektor Nummer 4. Dann gab es noch den Reflektor Nummer 3. Ja, Nummer 5. Das war der hier. Reflektor Nummer 5. Der wird hier eingefügt. So. So, nun haben wir die beiden Reflektoren auch mal dargestellt in 3D.
Für den, was kommt jetzt? Fehler beziehungsweise Faktor Nummer 1. Ja, den wollte ich noch zeigen. Der Reflektor Nummer 1, der zeigt nämlich hier eine Geometrieanzeige, eine durchgehende Reflexion aus der Decklage. So. Und dann gibt es noch die Ausmessung eines Fehlers als Beispiel. Das war die Längenmessung am Fehler 3. Das war jetzt hier der Reflektor Nummer 1. Und das ist der Fehler Nummer 3. Da haben wir eine Längenmessung gemacht. Da sieht man also hier an dem Bild, wie das aussieht. Hier sind die beiden Messlinien. So, und jetzt ist das übertragen und die gemessene Länge des Fehlers, die ist hier aufgeführt. Wird hier also mit dokumentiert. Ja, das war es im Grunde genommen. Das ist ein Beispiel für die Erstellung eines Prüfberichts. Natürlich kann man hier noch sehr viel mehr an Dingen dokumentieren. Kommt ganz darauf an, was man sich hier alles aus dem Scan heraus extrahiert hat und ja, welche Erfordernisse da sind. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden. Per E-Mail info@united-ndt.com. Vielen Dank.